Typisch Andy. Das ist typisch Andy. Keine Ahnung, frag mich nicht. Keiner, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht erklären. 5 Tage nach dem Wochenende sind immer die schlimmsten. Die ersten 3, 4, 5 Meter neben deinem Achselschweiß sind immer die schlimmsten. So, sie wollten ja hier noch was ausgebessert haben, ne? Wollen sie dazu noch mit dem Chef sprechen oder mit jemandem, der wenigstens ein bisschen Ahnung hat davon? Also mit mir? Stift halt die Speichelpforte geschlossen, du. Ja, genau, die Arbeitsfläche rund ums Waschbecken, da müsste noch ein bisschen ausgebessert werden, genau. Ja, ich sehe schon, das ist ein bisschen undicht hier noch, ne? Wie der Kopf vom Lehrling, aber das kriegen wir schon hin. Ansonsten kommt einfach ein bisschen Farbe ran, um das Ganze zu überdecken, wie auf die Schrumpelfresse vom Gesell. Ich sag immer, Silikon macht das schon. Hast du keinen Rat, nimmst du einfach Draht. Und hör das Kaum, nimmst du Schaum. Mit Silikon und Schaum kannst du ganz Häuser bauen. Ist die Handwerkskunst am Ende, bringt Silikon die Schnelle. Du kannst ja heutzutage Häuser drucken lassen. Da denkt ihr, wer sich jetzt einen 3D-Drucker gekauft hat und sich eine Rakete gerade druckt, um dann hoch zum Mond zu fliegen, um da ein Haus drucken zu lassen. Wichtig. Ich nie, weil ich das Geld dafür nie hab. Sorry, es war nur ein Traum von mir. Also wenn ihr Geld habt, ne, ich brauche einen 3D-Drucker. Wo das Schloss als Kunst versagt, wird Spachtel reingejagt. Handwerker sind auch nur Kaffeeliebhaber im Blaumann, ne? Oder gleich eine Rakete. Wollen Sie einen Kaffee? Ja, später vielleicht gerne. Jetzt müssen wir aber auch anfangen. Klar. Wir sind ja nicht aus Holz hier, ne? Ja, das arbeitet wenigstens. Na gut, wenn Sie irgendwas brauchen oder ich mit anpacken soll, dann sagen Sie einfach Bescheid, wenn ne? Sie mithelfen, ist das so, als wenn zwei Mann loslassen und ein Unternehmen steht. Das Schlimme ist, ich weiß, dass Tischler solche Witze machen. Ne? Also allgemein Handwerker, ne? So Handwerkerwitze. Ja, Holz arbeitet wenigstens. Das ist also... Wenn man schon solche Witze bringen muss, dann da ist irgendwas im Leben, irgendwann ist im Leben was schiefgelaufen. Na, an irgendeinem Punkt ist was ganz, ganz schiefgelaufen, wenn du solche Witze bringen musst. Guck, das passt schon. Was guckst du schon wieder so? Ich guck nur so. Ich weiß, dass das falsch ist, so geht das aber schneller. Außerdem ist guter Fusch immer noch besser als schlechte Arbeit. Selbst schlechter Fusch ist besser als deine gute Arbeit. So, gut jetzt. Und wie sieht das aus? Wir kommen perfekt voran, besser als ein Elektriker an seinem besten Tag. Das ist doch da aber immer noch ein bisschen undicht, oder nicht? Nee, das ist nur solche Kunden. Der trocknet noch besser. Klar, rausschmeißen. Also solche Kunden hätte ich gar keinen Bock, ne? Wenn solche Kunden irgendwie sagen, hier, ja, ihr habt eure Arbeit nicht richtig gemacht oder da und da ist was falsch. So bin ich zumindest so. Ich sag dann immer zu den Kunden, passen Sie auf. Sie verpissen sich jetzt aus ihrer Wohnung. Mir geht das so auf den Sack mit ihnen hier. Entweder sie lassen uns jetzt hier arbeiten, oder wir prügeln sie windelweich, arbeiten trotzdem weiter, machen das hier fertig und stellen das in Rechnung, dass wir sie windelweich geprügelt haben. Ne? Was denkt ihr, wer keine Kunden hat? Richtig, ich. Maler alle eng gefunden haben. Aber Sie haben ja auch noch ein bisschen zu tun, ne? Wie lange brauchen Sie noch? Ja, so 30 bis 40 Minuten, denke ich. Gut, dann lasse ich Sie auch mal wieder allein, ne? Ja, wenn der Kunde nicht zuguckt, dann geht er doch. Wie 30 bis 40 Minuten? Ja, 30 bis 40 Minuten, bis man anfängt. Also, ich verrechne das immer stündlich, ne? Und, also, nie jetzt böse gemeint, aber wenn ich so eine Reparatur habe, die so 20 Minuten geht, da kann man wissen schon, meine Stammkunden, okay, halber Tag. Halber Tag wird uns abgerechnet, ne? Weil ich muss ja. Ihr wisst gar nicht, was wie anstrengend. Man muss ja das Werkzeug holen. Da muss man wissen, wo steht der Kaffeeautomat, wo steht die Toilette, wo kann man schlafen. Und das muss man alles reinrechnen. Und ach, das ist so eine Arbeit. Ich sag von Anfang an, passen Sie auf. Sie müssen Herd anschließen lassen. Ich mach's für den Tausender. So einfach ist es. Deshalb gibt's bei mir feste Fistpreise. Auch dreimal schneller, dankeschön. Sag mal, weißt du eigentlich noch, was du beruflich machst? Nö, ich geh einfach nur hin. Weißt du denn, wie wir das da früher gemacht haben? Nee, wie denn? Schneller, zieh einen Finger da. Ja, ist doch gut, Mensch, beruhig dich. Du, ich glaube nächste Woche Montag, ne? Da komme ich ein bisschen später zur Arbeit. Wieso, wann willst du denn kommen? Dienstag. Was fehlt dir denn? Urlaubstage, die vermisse ich. Ich kenne aber auch nicht so wirklich die besten Kundeneigenschaften, das ist mir aufgefallen. Ne? Wieso war denn? Naja, schweigen, nichts anfassen, Abstand halten, Kaffee. Ja, ich glaube, der muss mal geupdatet werden, ne? Ja, das sag ich ihm nachher mal. So, das sieht man später eh nicht hier. Mann, du, früher war alles besser, du. Vor 2 Tagen zum Beispiel, da war noch Wochenende. Früher war ich jung und dann braucht ihr das Geld. Heute bist du alt und brauchst es immer noch. So, Rest machen wir jetzt Tage. Der Chef hat sich extra gewünscht, dass wir heute fertig werden, damit er die Das ist ein falschen Job gewählt. Ich habe auch genug Wünsche, du. Na, kommen Sie gut voran, oder? Das läuft besser als frischer Lack auf Glas. Die Kunden immer die ganze Zeit, ne? Ja, kommen Sie gut voran, seid ihr endlich mal fertig? Nee! Wie soll man nach 2 Stunden fertig sein, wenn Sie hier ganze Zeit hinkommen und uns voll labern? Ich muss doch erstmal den Kaffee trinken. Machen Sie Ihren scheiß Job. Gehen Sie unten hier auf den Sack. Ich mache das jetzt hier fertig. Ich muss mal kurz nochmal zu meinem Auto. Weil ich hole immer die Sachen einzeln, ne? Also kennt ihr ja, ne? Also man hat ja sonst immer einen Werkzeugkoffer, aber das ist so schwer und man kriegt auch Rücken und
Mein Chef hat immer gesagt, man soll immer auf seine Gesundheit achten, ne? Und deshalb mache ich das einfach so. Für mich ist es ein besserer Workflow und bessere Bezahlung. Eine viel bessere Bezahlung, wenn man das auf Stunden dann aufrechnet. Ja, ich hole dann immer jedes Werkzeug einzeln und dann vergesse ich mal ganz aus Versehen das Werkzeug vielleicht auch in der Firma, da muss schon mal eine Stunde hin und zurück und das geht leider alles. Ja, das geht leider alles auf den Aufpreis des Kundens, aber ist ja klar, wenn der Kunde mich die ganze Zeit nervt, Pech, da vergesse ich halt solche Sachen. Also ich hätte die Sachen auch so vergessen, aber... Ist das nicht ein bisschen schief jetzt? Nee, das ist nicht schief, das hat so Gefälle. Gefällt Ihnen das nicht? Wohin fällt das denn? Das fällt abwärts, wie mein Gehalt seit ein paar Jahren. Ich weiß nicht, also der zeigt mich noch nicht so wirklich. Ja, also der Chef wollte das so, ne? Das machen wir eigentlich auch schon immer. Ich meine, die Wand hier ist auch ein bisschen schief, ne? Ist die auch neu? Ja, die Wand ist neu, ja. Wer hat die gemacht? Naja, Ihre Firma. Ja, das ist schief. Ja, das muss aber so, ne? Damit nee, das würde ich neu machen. Was soll denn da gut ablaufen? Naja, das Wasser in der Wand. Das Wasser in der Wand, wie? Das ist Kondenswasser, das hat schon seine Richtigkeit. Ein bisschen was kann der Maler ja, der streitet nachher nur sowieso noch ein bisschen gerade so. Ne? Aber kommt denn überhaupt noch ein Maler? Jetzt schon, ne? Aber kann man das nicht auch irgendwie mit einem Silikon probieren? Oder ich würde das auch sonst machen. Ja, das können sie machen gerne so. Sieht aber halt wirklich nicht machen, aus. Weil das sieht total beschissen aus, wenn sie das machen. Und vor allen Dingen, wenn sie das machen, sind sie nicht versichert. Das heißt, wenn das kaputt geht, Pech gehabt. Lassen sie das lieber vom Profi machen. Der macht das zwar auch nicht besser, aber der kriegt wenigstens dafür Geld. Und damit tun sie was für die deutsche Wirtschaft. Der nachher auch in sich so gemeinsam, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Eine andere Firma hätte das auch nicht besser hingekriegt, das guckt sich fest nachher, das guckt sich gerade. Ne? Die wirken so desinteressiert bei meinen Einwänden. Ja, ja, super Sache, so machen wir das. Schönes Wochenende, ne? Und immer gucken, wenn da irgendwo so Meißner Porzellan mitsteht, so, ihr wisst das ja so, als Handwerker und so verdient man ja auch nicht viel. Und also ich mache das immer so, wenn da irgendwo so Meißner Porzellan steht, so, mein Gott, ne, nimmt man das halt mit. Und da wird immer in der Firma angerufen, ja, seitdem ihr Mitarbeiter hier waren, fehlt unser Porzellan und ich hatte eine Küche und die ist auch weg, so, ja, ich hab sie nie. Also schon, aber ich sag das doch nicht, ich bin doch nicht so blöde und sag, ja, ich hab die Küche abgebaut, wo sie geschlafen haben. Und das Meißner Porzellan, also das Konto habe ich auch noch geplündert. Muss ja auch von irgendwas leben. Aber heute ist zuerst Mittwoch. Wenn Sie mithelfen, ist das so, als wenn zweimal los war, wenn einer daneben steht und zuguckt. Heute ist das Mittwoch. Oh. Super, und es liegt draußen kein Schnee. Ich kann also nicht aus Versehen hinfallen und von meiner Versicherung leben. Super, heute ist das Mittwoch. Danke, dass du mir das nochmal gesagt hast. Super. Und es stimmt sogar, heute ist wirklich Mittwoch. Danke. Ganzen Tag vermisst. Ganzen Tag vermisst. Ganze Tor versaut. Super. Nö. Ich hab Rücken. Ich hab jetzt gerade spontan Rücken bekommen bis zum Freitag. Mir geht's auch nicht gut. Ich hab mein. Jetzt kommt's immer spontaner, ne? Es kommt. Ah! Nee, heute ist Mittwoch und. Oh, Scheiße. Stimmt ja, ey. Oh, ist ja fast noch. Oh. 3 Tage. Seid ihr bescheuert? 3 Tage. Das hält doch keiner aus. Könnte ich irgendwie vom ersten Stock runterspringen und sagen, ja, weil ne, auf dem Arbeitsweg ist man ja auch versichert, dann könnte man ja irgendwie sagen, ja, unsere Eingangstür war verschlossen, ich musste leider rausspringen, habe mich ganz aus Versehen verletzt. Und ich kann leider nicht kommen. Nee, heute ist Mittwoch. Boah, das hat mich jetzt... Das macht dich am meisten fertig. Ne? Nee, nicht, dass morgen der erste ist und dass alle fix... Also mein Gehalt wieder weg ist, sondern dass heute Mittwoch ist. Das macht mich viel, viel fertiger. Aber nee, seid mal jetzt ehrlich. Wer von euch hat mal wirklich selber ein Handwerk... Nochmal. Wer von euch hat selber schon einen Handwerker gerufen? Ich habe bis jetzt... Alles, aber wirklich alles selber gemacht. Alles. Mein Herd angeschlossen. Gut, PC, ja gut, man ruft ja nie für einen PC Handwerker. Bilder aufgehangen, deshalb hängen die auch mit einem Gefälle von 40 Grad. Aber, ne, es kommt nur auf den Blickwinkel an. Also wenn man so guckt, ist es schon gerade. Ne? Deshalb habe ich immer Nacken. Ja, alles selber gemacht, so sieht's auch aus, aber nee, noch nie ein Handwerker, noch nie, wirklich noch nie in meinem ganzen Leben. Und ich lasse doch hier keinen Handwerker in meine Wohnung rein. Ich weiß doch, wie Handwerker arbeiten.
Da ist die halbe Wohnung leergeräumt. Ja, wer war's? Niemand war's, ne? Da fehlt auf einmal deine Kaffeemaschine. Da fehlt auf einmal ein Handtuch. Ne? Einmal hin, alles drin. Also so mache ich das ja auch, wenn habe ich euch ja mal erzählt. Das ist einfach, das gehört zum deutschen Kulturgut, wenn man irgendwo zu Besuch ist oder im anderen Land oder im Hotel ist. Man muss einfach was mitnehmen. Und ich habe zum Beispiel letztes Mal, das war auf den Malediven, und da hatten wir ein Hotel, ich glaube, es war ein Minus-5-Sterne-Hotel, war sehr schön. Und da habe ich auch ein Waschbecken mitgenommen, Fernseher mitgenommen, was war das noch, die Minibar mitgenommen. Das Bett mitgenommen, da wird man dumm angeguckt. Da wird man dumm angeguckt. Ja, wenn da steht All Inclusive, dann nehme ich natürlich alles mit. Ist so. Ich verstehe da den Fehler nicht. Na gut, ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an, lasst liebe da, lasst Kommentare da, lasst Wohlstand da und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.